Sarah Macht wird dir präsentiert von Malpop, einem neuen Lollipop in 10 verlockenden Geschmacksrichtungen. Hallo zusammen und herzlich willkommen. Sharon Stone, Tina Turner oder Lisa Maria Presley haben es schon gemacht. Der neueste Clou zum Abnehmen aus Amerika, Body Wrap Style. Wer jetzt also von euch zu Hause den guten Vorsatz genommen hat, an Silvester endlich mal ein paar Zentimeter zu verlieren oder die Keimzellulite abzutrainieren, der kann sich jetzt ganz einfach einwickeln lassen und als Mumie umeinanderlaufen. Hallo zusammen, mein Name ist Martina Stettler, ich bin Vitalberaterin und Sarah macht heute an unseren Kunden eine Wickelbehandlung nach der Body Wrap Style Methode. Also Sarah, wir haben hier die Bandagen, das ist ein wichtiger Bestandteil. Also für was ist denn das ganz genau? Ja, einerseits ist es zum Entschlacken, andererseits zum Umfang reduzieren, Zellulite verschönern. Silhouettenformen und natürlich dann auch zum Abnehmen, weil sprich Umfang reduzieren kannst du auch abnehmen. Logisch, oder? Ja. Also zum schlank werden auf den Punkt. Ja, eigentlich. Aber eben nicht nur. Genau. Ja. Aber die Bandage, also wie kommen denn die jetzt zum Einsatz ganz genau? Wie funktioniert das? Ja, das würde ich dir eigentlich am liebsten gerade zeigen. Okay. Weil, wir haben jetzt noch ein paar Sachen zum Vorbereiten. Und okay. Nachher siehst du, wie das funktioniert, oder? Ja, ist gut. Gehen wir ja. Doch am besten gerade führen ins Labor. Mit so einer Maske machen wir das Ganze. Das sind verschiedene Pulver? Das sind verschiedene, ja genau. Für was ist denn das? Vitality ist einfach für Gewebstraffung und für junge noch relativ straffe Haut, aber sie wird dann auch ein bisschen straff. Das ist eigentlich... Willst du mich jetzt beleidigen? Hast du eine Anspielung? Hast du durchdurch gesehen, dass mein Gewebe so straff ist? Überhaupt nicht! Das ist eigentlich das für die Leute, die noch ein gutes Bindegewebe haben. Also das ist ein Kompliment. Okay, das ist ein Kompliment. Gell? Du musst es so nehmen? Genau, müsstest du es so nehmen, ja. Also. Jetzt musst du je 2 Löffel so gestrichen. 2 Löffel da drin? Genau. Ist das ein gestrichener Löffel? Ja. Oder mehr? Nein, kannst du noch ein bisschen mehr drin tun. Genau. Und jetzt das gleiche nochmal beim anderen. Top. Und das tut man dann trinken, oder? Was passiert denn dann? Nein, dort drin werden nachher Bandagen getränkt. Ah! Jetzt schütteln wir es schnell. Genau. Und zwar einfach ja, so ein bisschen. So, das reicht schon. Es ist hoffentlich gut zusammengeschraubt, oder? Ja. Das reicht schon. Und dann, das ist so ein Hightech-Gerät von Amerika. Das ist ja etwas, das hier. Ich weiss, genau, das kannst du auf 2 Minuten. Und dann fängt das an zu rütteln. Genau. Und nachher lassen wir das solo laufen. Und jetzt? Also Sarah, kannst du das mitnehmen? Ja, tipptopp, kannst du es mitnehmen, dann gehen wir gerade hinten wieder in die Kabine. Okay. Also Sarah, sind wir wieder in unserem Behandlungsraum. Genau, hier wäre ja jetzt der Kübel für unsere Vitality-Flüssigkeit. Ja. Jetzt kannst du das gerade mal einfüllen. Und dann kann ich das einfach reinlernen. Mhm. Wie viel braucht es denn da so pro Person? Ja. Eigentlich rechnen wir 2 so Gallonen, wie sie du hast. Das wären ja 3,75 Liter mal 2. Ah, okay. Das ist aber noch viel. Und manchmal brauchen wir auch etwas weniger. Jetzt kommen wir die Bandagen rein. Ah, die kommen jetzt rein? Genau, ja. Okay, dann gehen wir die holen. Ja. Schau jetzt, hier haben wir noch ein paar Bandagen, die wir noch aufrollen. Und nachher können wir die dann gerade aufrollen. Gut, du kannst es so machen. Schau jetzt. So. Das ist wahrscheinlich zu wenig. Das ist ein bisschen tricky. Dann ist das so hier drüber. Mhm. Und nachher hüpfst du das so.
Okay, der Anfang könnte schwierig werden. Genau. Und dann und der Schluss könnte auch wieder schwierig werden. So ab. Alles gut. So? Oh. So? Genau, nachher musst du müsste ich so hin. So, heben. Und jetzt fängt es an. Jetzt ziehst du einfach, musst mit beiden Händen. Du darfst schon noch ein bisschen zurückgeben. Oh, fast zurückgeben, da kommt die Maschine mit. Nein, da wird das eben da. Genau, und jetzt ziehst du so ab. Super! Das Gespürste ist etwas warm. Dann lässt sie so rein und den Gurgel sein und dann ziehen sie Wasser auf. Oder? Und nachher, wenn sie das gemacht haben, stellst du sie quasi auf. Jetzt gurgelt. Da bin ich sehr schön. Wie viel müssen wir jetzt da rein tun? Ja, eben, wir rechnen pro Person etwa 20 Stück. Ich denke, jetzt haben natürlich auch nicht gerade 40 Platz, weil du kannst ja nachher immer wieder nachfüllen, oder? Mhm. Dann haben wir zwei Kunden, nehmen, wenn wir 40 Bandagen mit drin. Ja, genau. Wir haben einen Mann und eine Frau, ja. Ein Mann kommt auch? Ja. Cool, hä? Also Sarah, los, bevor du an mir übst, tue ich an dir das Ganze mal zeigen. Okay, das ist gut. Das mal spüre, genau. Ja. Fahr mal an, zeigst du mal, wie das jemand... Ich wollte das eigentlich. Also wird wirklich Füße und alles ist genau. Am Schluss eingepackt. Bis ich sage, abstellen. Gell? Jetzt kannst du abstellen. Und wie weisst du jetzt, da, wie fest das einpacken musst? Ja, da kommt natürlich darauf an, da schaust du ein bisschen das Bein von einer Frau oder von einem Mann an. Aber es muss ein bisschen Druck sein. Es muss schon ein bisschen Druck sein. Aber mit der, also wir haben ja die Möglichkeit, eben entsprechend ein bisschen zu formen. Wenn jetzt jemand oben sehr voluminös ist, tun wir hier mehr anziehen. Mhm. Die Männer, die vielleicht einmal schlanke Beine haben und dann so oben durch, dann tun wir natürlich nicht die Beine noch schlanker machen. Oder? Das kannst du eben so gut beeinflussen. Aber lässt du dann auch mal etwas raus beim Einwickeln? Nein. Wenn jetzt die Beine schlank sind bei einem Mann? Nein, da musst du einfach wirklich nicht viel Druck machen. Schau jetzt, was noch wichtig ist. Beim Knie musst du genau in Spalt rein mit der Kante, okay. Dass du nicht rippst. Jetzt habe ich es vielleicht nicht ganz, musst du nicht abstellen. Mhm. Und dann musst du immer am Kunden sagen, er soll das Bein schön strecken. Du musst nicht anspannen, aber einfach schön durchstrecken. Und dann geht es dann mit der nächsten weiter. Ist es jetzt zu fest, wenn ich so würde? Nein, das geht schon. Ich bin mir natürlich langsam so? Und ja. So? Und so? Nein, so würdest du nicht. So würdest du eher bei den Frauen hier den oberen Teil. Das war jetzt relativ einfach. Da gebe ich sehr recht. Einfach. Also wirklich ja. Simpel. Das habe ich voll im Griff. Ja. Und jetzt machst du mal zwei Schritte. Okay. Ah, das ist super. Ich sieht hübsch aus, gell? Ja. Sehr. Aha. Also, Sarah. Ich muss dir ein Kompliment machen. Du hast das also schon tiptop gemacht jetzt, zum Üben. Und wir warten jetzt auf die Kunden. Da wollte ich fragen, ob du ja, noch etwas wissen willst. Vorher, bevor wir dann anfangen. Wie war deine erste Behandlung an einem Kunden? Ja, da kann ich mich noch erinnern. Ich war extrem nervös. Und einfach auch, ja, eben, weil ich immer das Gefühl hatte, ich könnte etwas falsch machen. Und hast auch etwas falsch aber, gemacht? Ja, es ist auch mal, am Anfang ist mir vielleicht passiert, dass ich die Bandage verkehrt um hatte und eben von innen nach außen gewickelt habe, statt von außen nach innen. Also je nachdem, wie es dann gerade musst haben. Welche Problemzonen haben denn so die meisten? Wo kommen? Ja, es gibt natürlich Frauen mit ein bisschen ausgeprägten Reiterhosen. Das ist sicher ein Punkt. Sagen wir mal einfach Oberschenkel, Gesäßbereich, vielleicht auch Bauch. Mhm. Bei den Männern eher nur der Bauch. Wie unterscheidet sich jetzt die Methode von anderen? Ja, weil eben so ein bisschen das Ausgeklügelte von diesen Mineralienlösungen, das ist eben das, was es ausmacht, weil es in die unterste Hautschicht durchdringt und eigentlich der Körper richtig entgiften und entschlacken. Und das andere ist eben eher nur oberflächlich. Ja, aber jetzt ganz ehrlich, das schafft man doch auch alleine abzunehmen. Das Training allein ja, aber trotz allem mit den Bandagen kannst du eine Art, musst du dir vorstellen, bist du ein bisschen wie in einem Neoprenanzug. Oder also so die hautengen Anzüge. Und mit dem bringst du natürlich viel mehr an. Wie viele Behandlungen braucht es jetzt für ein gutes Resultat? Wenn du zwischen 25 und 35 bist und nicht so schlimm Zellulite hast als Frau, 10 Behandlungen, aber ich würde sagen, besser zum Teil 15 bis 20. Warum sollte jetzt gerade diese Methode funktionieren?
Ja, weil die hat eigentlich alles, was es braucht. Du hast einerseits hast, Bewegung, dann hast du die Wickel. Mit diesen Wickeln kannst du eben, also mit diesen Bandagen kannst du extrem viel Zug drauf bringen und somit komprimieren. Und andererseits haben wir auch noch die Ernährung, wenn es den Leuten geht, ums Abnehmen. Dass du entsprechend hast du quasi die drei Säulen, die verbunden sind. Und nicht nur, wenn du jetzt einen Ernährungsberater hast und noch irgendeinen Personal Trainer, dann fehlen eben noch Bandagen. Das ist das Einzigartige. So, dann würde ich dir jetzt gerne noch den Wunsch überreichen. Wenn du einen Wunsch frei hättest, welcher wäre das? Ich wünsche mir, dass unser Geschäft sehr gut läuft. Mit anderen Worten, brummt. Und ich wünsche mir sehr viel zufriedene und glückliche Kunden. Ja. Das ist eigentlich für mich das Wichtigste. Sehr schön. Dann kommen wir jetzt gerade noch zu den Zuschauerfragen. Mit welcher Problemzone kommen die meisten Kunden zu dir? Ja, meistens, weil sie ihre Zellulite verringern oder eben allenfalls auch ihre Oberschenkel ein bisschen verschönern im Sinne von Umfang verlieren. Wie manchmal machst du die Behandlung an dir? Wenn es Zeit erlaubt, einmal in der Woche. Wie lange gibt es die Methode schon? In der Schweiz seit 14 Jahren. Tut das weh? Behandlung tut eigentlich nicht weh. Es kann aber sein, dass je nachdem, wie fest du Druck machst oder wie fest du die Bandage anziehst, dass dann nachher ein bisschen Rippschig als Rückstand bleibt. Ach so. Oder? Also das kann dann doch ein bisschen wehtun, wenn ich es falsch mache? Ja, vor allem, wenn du dann natürlich die Bandage wegnimmst, dann siehst du einfach vielleicht eine leichte Rötung auf der Haut. Das ist ja mir dann gleich. Ja gut, aber das kommt vielleicht nicht. Aber ja. Ich habe dich jetzt gut instruiert. Genau. Oder? Jetzt gehen wir am besten mal schauen, ob Serena und Albert, unsere Kunden, schon gekommen sind. Und dann kannst du das gerade an der Serena selber probieren, oder?